Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und heute hier mal wieder bei Minecraft Regenland ist uns das Wetter leider nicht so hold und die Drakis ist ja auch schon irgendwie am Schnee wegmachen. Muss Schnee schippen. Schnee schippen. Schnee schippen. Ich habe mir gedacht, dass ich heute mal die Zeit nutze, nachdem ich jetzt so produktiv war in den letzten Folgen und ja immerhin diesen wunderbaren Folterkerker gebaut habe, jetzt so ein paar Schönheitsarbeiten zu machen und einfach mal so ein paar Blöcke, die mir jetzt mal aufgefallen sind, erstmal richtig zu machen, bevor ich jetzt mit dem nächsten Bauvorhaben anfange. So. Ich bin immer noch beim Versuchen, mit Redstone irgendwie was zu machen. Beim Versuchen mit Redstone? Ja. Also ich habe jetzt in den Kommentaren inzwischen ja schon mal ein paar, sag mal, Anleitungen bekommen, was man mit Redstone so machen kann. Das habe ich eigentlich intelligenterweise die Kommentare jetzt gemacht. War es jetzt gerade eine Explosion oder? Wartelchen. War das ein Blitz? Explosion? Blitz? Okay, dann hast du es nicht gehört. Ja, das ist ein Gewitter, was gerade draußen ist. Also im Spiel. So. Gut. Wow, Hilfe. Ich brenne. Also mit dem Werfer können wir zum Beispiel Feuerwerk basteln. Wurde mir hier geschrieben. Oh Gott. Ich blicke in das Antlitz eines Bogenschützen. Feuerwerk, okay. Ja, warum nicht? Ich meine, Feuerwerk ist doch, Feuerwerk. So. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt hier einfach nur gerade dabei, ein paar Blöcke neu zu postieren, wo ich mir sage, na, das könnte man anders lösen, dann ist es schöner oder man hat ein bisschen mehr Platz. Dass ich diese Kanten hier so ein bisschen abstumpfe. Nicht mehr ganz so scharfkantig, da kann sich ja niemand mehr dran wehtun. Einfach so ein paar Feinarbeiten. Und mit dem Trichter kann man wohl irgendwie Sachen von A nach B dingsen. Okay. Aber dafür müsste man noch den Trichter übereinander stellen, oder? Oh, da fragst du jetzt genau den irgendeine richtigen. Art von Einfluss darauf, wie die Trichter stehen? Raki, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ah, also alles wie immer. Haha. Ja, leider. So. Gehen wir jetzt erstmal mit so einfachen Sachen. Oh, da sind zwei Zombies in meine Zimmer eingezogen. Ja, die streifen gerade hier unten auch so ein bisschen rum und denken, sie können hier die Action starten. Tut mir ja dann gerade mal sorry, Jungs, aber ich muss jetzt hier mal in Ruhe bauen. Das heißt, ihr müsst leider sterben. Kein Schlafplatz für euch. So, das sieht doch gleich viel schöner aus. Es regnet hier zwar rein, weil hier oben immer noch das Loch in der Decke ist, aber mit kleinen Dingen muss man halt dann auch einfach mal leben können. So. Ah ja, also Redstone funktioniert auf Teppich, aber nicht auf Quarz. Ich habe übrigens vor, hier vorne noch einen Turm zu basteln und muss das der Draki noch irgendwie näher bringen. Das ist jetzt blöd, dass das auf Quarz nicht geht. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass sich Draki dafür gar nicht interessiert. Wo willst du denn noch einen Turm hinbauen? Ich zeig dir das mal. Ich bin beschäftigt. Na gut, ich komme ja schon. Kannst auch erstmal noch wegbleiben. Also, hoppala, hier dachte ich so. Und den dann einfach Wo hier ist dann denn so. Hier, ach, da. Und dann hier so hochziehen. Hier so hoch? Genau. Meinst du, das passt? Weil irgendwie. Na, ist ja der Berg schon lange zu Ende. Ich finde, unser Schloss sieht sowieso schon teilweise ein bisschen komisch aus, weil das hier so über den Berg rüber ragt. Der große Klotz, da müssen wir irgendwie an der Form auf jeden Fall auch noch was machen. Hm, okay. Also ich hätte halt noch gerne irgendwie einen zweiten Turm gehabt, aber du hast natürlich grundsätzlich natürlich recht. Mein Treppenhaus hier wird ja auch nochmal ein Turm.
So, ich muss mal gucken. Ich bin auch mit dem Dach noch nicht so ganz zufrieden. Es ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Und jetzt gewittert es hier auch draußen im richtigen Leben. Also bei mir kommt nur Feuerwerk runter. Also was heißt kommt runter, aber... Ei hier, Feuerwerk! Oder das ist Feuerwerk. Heute ist doch hier fett die Nationalmannschaft am sich feiern lassen. Ah, das stimmt. Die sind doch jetzt wieder da aus Brasilien als Weltmeister. Darf man sich auch mal feiern lassen. Ja, als Weltmeister, ja. Schland. So. So. Oh, eine ganz düstere Stimmung heute hier. Jetzt gerade ein bisschen ätzend ist das, Ach so, das reicht aber schon, wenn die hier auf dem Boden sind. Okay. Gott, ich glaube, jetzt wurde draußen gerade jemand erschossen. Ich glaube auch. Nee, ich weiß nicht. Sieht das nach was aus? Ach, ich bin mir gerade unschlüssig. Und es schneit hier oben. Ich glaube, wir sollten hier mal über uns mal irgend so ein bisschen Feuer setzen, dass es hier nicht mehr so rumschneit. Kann man hier auch einen Hebel an die Wand setzen? Ich glaube, das, was ich gerade mache, das führt irgendwie zu nichts. Das denke ich mir auch. Hey, du weißt doch gar nicht, was ich hier mache. Nein, ich meine das, was ich hier mache. Ach so. Irgendwie eigenwillig. Und irgendwie sinnlos. So, also Redstone-Fackel im Zimmer funktioniert schon mal nicht. Nee, das ist blöd. Nicht wirklich. Bis hierher. Oh, eine Redstone-Lampe. Das ist doch mal was. Musst du dann aber, wie es der Name schon verrät, mit Redstone betreiben. Ja. Der Schnee nervt. Das Problem, was ich, wie gesagt, hier momentan habe, ist auch einfach. Ja. Dass ich keinen Redstone auf Quarzsäulen dingsen kann. Okay. Ja, Redstone ist nicht mit allen Fundamenten kompatibel. Ja, ist ein bisschen lame gerade. Ich meine, ich habe jetzt gerade immerhin eine funktionierende Lampe gebaut. Mhm. Aber die steht auf dem Boden. Ich könnte mir mal Gedanken machen, wie ich diese obere Etage hier nutze, die noch hier ist. Zack, diese hier, wie man denn da hinkommt. Ah ja, und ich kann keine Wolle auf Redstone legen. Wie kommt man hier in diese letzte Etage ran? Kann man keine Steine auf Redstone legen? Nee, wenn da eine Redstone-Leitung liegt, nicht mehr. Man okay, kann, ich habe jetzt gerade gedacht, ich bin schlau und verstecke meine Redstone-Leitung unterm Teppich. Ja, das funktioniert schon teilweise. Warte, ich komme mal zu dir. Aber da musst du halt extra dafür einen Kabelschacht quasi legen. Ich helfe dir mal. So. Also du müsstest jetzt theoretisch unter der Teppichblockreihe einen Hohlraum bauen. Das heißt, du müsstest dann aber auch, das heißt, dass dann aber auch die Etage hier drunter dann nochmal zwei Blöcke oder einen Block tiefer gelegt werden muss an der Stelle. Das ist aber blöd. Na gut, man könnte das ja irgendwie so optisch versuchen zu verarbeiten. Das ist ja dann hier, ne? Müsste dann zum Beispiel einfach... Ich glaube, das wird sogar gar nicht ins Gewicht fallen. Ich mache das jetzt mal einfach nur mal so mal pro forma. So, einfach dann hier dann so. Und dann kannst du dann darauf den Redstone legen. Ich finde, das sieht jetzt hier nicht unbedingt super schlimm aus. Ich kann ja mal gucken, was die Zuschauer dazu sagen. Meine, ja, man kann ja sagen, das ist irgendwie keine Ahnung was. Ah, ich glaube, ich habe an der falschen Stelle die Wand gezogen. Okay, dann warte, ich gehe eine Etage tiefer. Jetzt braucht einer von oben und einer von unten? Ja, ich brauche von unten. Upsi. So.
Jetzt sieht das auch übrigens nicht ganz so verboten aus. Ja, aber jetzt ist ja meine Leitung irgendwie fernab von allem. Wieso fernab von allem? Ja, wenn der Schalter nicht funktioniert, Leitung zu weit weg ist. Warte doch, das kriegt mal hin. Warte mal, ich krieg das. Ich hab in der letzten Leitung geht aber nicht an der Wand lang, das ist das Problem. Ich habe in der letzten Folge so viel mit Redstone rumgebaut. Jetzt lass mich mal mithelfen hier. Wir haben auch übelste Diss-Kommentare bekommen, also ich in diesem Fall. Wieso? Warst du so schlecht? So. Setz mal deinen Block dahin. Warte mal. Aber setz ihn. Ich brauche mal ganz kurz den roten Teppich. So. Setz mal hier auf diesen Teppichblock dein Gerät. Ah, dein Gerät ist hier noch gar nicht. Der Schalter ist noch gar nicht verbunden hier. Ja, man kann ja Redstone auch nicht an der Wand hochbauen, sehe ich gerade. Nee, das muss gerade liegen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mach mal den Schalter hier an die Wand bitte ran. Mach mal. Ja, jetzt geht's. Geht die Tür auf. Warte mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weil damit du auch da einen Teppich drüber stellen kannst. Machen wir nochmal Hebel. Nee, das kommt nicht an. Oh, scheiße, setz mal das Ding bitte nochmal. Entschuldigung. So. Meine Lampe kaputt. Wird ja eine spannende Folge hier. Yuga und Raggi basteln mit Redstone. Ja, das Problem ist hier halt wirklich der Teppich. Wobei, man kann natürlich dann auch noch, müsste dann noch von außen. Redstone heißt halt immer, dass du immer extra Schächte und Gänge ziehen musst. Nur für den Redstone. So. Der blüht. Hä? Hello. Hui. Ah, ne, hier ist das. Ups, ich war falsch. Keine Angst, ich baue dir das gleich wieder richtig. Was war dann? Macht ihr denn da von außen? Ich mal angucken hier. Wer da veranstaltet. Wo bin ich jetzt gelandet? Die Tür einbauen, ist ja eine coole Idee. Ah, so, hier muss ich hin. So. Mal alles kaputt schlagen hier. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt. Guck mal, das würde sogar funktionieren, weil du hier hinten nicht alles einsehen musst. Nee. Also auf jeden Fall muss der Hebel irgendwie hier hin, weil sonst geht ja ständig die Tür auf und zu. Ja, das stimmt. Aber der Hebel hängt hier wiederum zu hoch. Der geht nicht an die Redstone-Leitung ran. Der müsste ein tiefer mal sein. Kurz. Weil auf gemeißelten Quarz kann man ja Redstone legen. Man kann natürlich jetzt einfach so machen. Hier, so. Ja, genau. Nee, du musst schon die Leitung einen Block höher bauen. Ach, sorry, ich vergesse mir mal dieses Ding vorher hinzuzufügen. So, die Rotsteinlampe. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass man die Rotsteinlampe dann irgendwie den Schalter lieber hier anbringt. Das heißt, wo willst du die Lampe hin haben? Am besten nach oben, denke ich mal, ne? Ja, am allerbesten wäre sie natürlich an der Decke. Okay. Also da. So, hier ist dein Schalter. Dann musst du die Redstone-Leitung quasi hier außen rum und da oben hinbauen. Da musst du auch mindestens einen Verstärker zwischenschalten. Denke ich mal. Ja, mit Redstone arbeiten ist echt kompliziert. So, ich mache erstmal hier das
alles wieder ganz, was ich hier kaputt gemacht habe. Mit Draghi nicht denkt, ich mache so, ich mache ja auch mal das Redstone weg. Juga macht alles kaputt. Nein, gerade mache ich alles wieder ganz. So. Ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal den Redstone-Plan. Und wir müssen hier oben ran. So, das heißt, ich hau jetzt hier mal, ich mach mal das, was ich gerade so am besten kann. Ich hau Löcher rein. Jetzt bin ich hier. Okay, das heißt, so. Hier oben muss deine Redstone-Leitung hin. Ja, aber das geht ja nicht, weil ich will ja hier nachher eventuell noch ein Zimmer draufbauen und dann kann ich ja hier keinen Boden draufstellen. Ja, muss man das halt alles so ein bisschen aneinander auch anpassen. Verstehst du, was ich meine? Ja, dass wir das ganze Schloss nochmal einreißen müssten und neu aufbauen müssten, damit wir hier Redstone-Leitungen legen können. Naja, ja, das ist natürlich, das Problem ist, du musst die Redstone-Leitung halt in den Bau mit einplanen. Also überall einen doppelten Boden und alles setzen. Das ist natürlich echt ein bisschen blöd, dass wir da nicht im Vorfeld dran gedacht haben. Oder vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit und ihr wisst, wie man das besser hinkriegt. Dann dürft ihr uns das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, im Endeffekt würde ich jetzt persönlich dann hier das Ding nur hier einmal rum. Ja, dann sieht dann aber auch relativ. Ach komm, wir machen es jetzt einmal fertig und dann sieht es halt erstmal kacke aus. Aber dann haben wir es halt einmal wenigstens mal. Mal probiert, meinst du? Demoweise fertig gemacht. So. Da haben wir wenigstens den Erfolg. Es hätte theoretisch funktioniert. So. Ein Schalter. Nee, ein Hebel ist das, ja. Ey, ich kann außen eine Redstone-Lampe anbauen. Nee, kann ich nicht. Leuchtet gar nicht. Rotze. Frage ist ja, ne, mach mal bitte nix. Hier gucken, ob hier die Redstone-Leitung aktiv wird. Mach mal bitte den im Schalter drin. Nee. Lustigerweise. Yay. Ja, ich glaube, dass die müssen, dem Block müssen wir dann noch einmal. Glaubst du nicht, dass das klappt? Mach mal drin den Schalter bitte einmal. Ich schalte. Nee, der kommt nicht an. Der kommt nicht an. Ich glaube, da haben wir einfach zu wenig Ahnung jetzt auch vom Redstone. Ich meine, sie haben uns ja echt mal empfohlen, uns mal ein paar Redstone-Tutorials anzugucken. Und ich glaube auch fast, da kommen wir auch schon gar nicht mehr drum rum, weil ich glaube, das Thema ist auch ein bisschen. Nicht, wenn wir mit Redstone arbeiten wollen. Ja, das Thema ist halt ein bisschen komplexer, denke ich mal, als dass man das jetzt einfach mit zwei, drei User-Erklärungen schnell mal umsetzen könnte. Yay, außen funktioniert die Lampe. Yay, na immerhin. Ich glaube, wir müssen auch schon fast fertig sein für heute, oder? Ja, da ist unsere Folge auch schon wieder um und geschafft haben wir nichts, aber geredstoned haben wir viel. Genau. Wobei geredstoned haben wir auch nicht viel, wir haben nur versucht, irgendwas mit Redstone zu machen und es hat... ihr könnt uns ja mal ein paar coole Redstone-Tutorials für Dummies quasi mal verlinken in den Kommentaren. Genau, Redstone für Vollhonks. Genau, irgendwie sowas. Aber jetzt bitte nicht irgendwie sowas wie quatsch mal mit dem und quatsch mal mit denen, weil das bringt uns nichts, weil die meisten haben natürlich wenig Zeit und auch natürlich, wenn wir jetzt in einem
Projekt sind, heißt das ja nicht, dass wir jetzt hier im stetigen Kontakt mit den Porkies oder irgendwie sind. Deswegen linkt uns da einfach ein paar coole Videos, wo ihr meint, hey, damit kann man gut Redstone lernen und dann machen wir das. Dann gucken wir uns mal Videos an und gimpen dann nicht nochmal hier eine Folge lang so derbe rum. Das Gute ist aber, mit unserem derben Rumgegimper haben wir jetzt bestimmt viele Leute dazu animiert, uns hier mal derbe zu facepalmen und zu sagen, alter Leute, guckt euch mal das hier an, damit ihr mal irgendwie was auf die Kette kriegt. Ja, genau. Kann ja wohl nicht sein, ihr Noobs. Echt mal. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir rein für heute und hören uns nächstes Mal wieder. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Bis dann. Tschüss.